Hallo, mein Name ist Ralf Tschinke und ich bin der Gründer von Ambidelux. Und wir vertreiben seit 2014, also seit knapp 7 Jahren, auf Amazon unsere AmbiClean-Produkte. Und jetzt hat Amazon den ganzen Amazon-Händlern einen riesen Schreck bereitet. Und zwar sehen wir hier, also wir sind hier jetzt gerade im Lagerbestandsmenü. Das heißt, ihr bekommt einen kleinen Einblick, was so im Hintergrund passiert. Und Amazon hat hier das eingeführt, und zwar ist das eine Auffüllbeschränkung. Wir hatten zuvor immer unbegrenzte Lagerbestand, weil wir mal darauf geachtet haben, dass wir immer nur für 4 bis 6 Wochen Produkte auch ans Amazon-Lager schicken. Vielleicht wisst ihr es nicht, aber Amazon verschickt ja die Produkte für ganz viele Händler. Das ist das sogenannte FBA-Programm, Fulfilled bei Amazon, auch Fulfillment bei Amazon. Und das haben wir auch genutzt und nutzen wir auch noch. Und letzte Woche war es dann auf einmal so, dass Pakete von uns abgewiesen wurden und wir plötzlich keine neuen Päckchen mehr an Amazon schicken konnten oder Paletten. Und dann haben wir einfach diese Auffüllbeschränkung hier gesehen, ohne irgendeine Ankündigung. Und so ging es wohl vielen anderen Amazon-Verkäufern auch oder Menschen, Unternehmen, die auf Amazon verkaufen. Und ja, wie man hier sieht, ist hier die Auslastung von uns aktuell bei knapp 4.000. Wir dürfen aber nur noch knapp 2.000 Stück, also Produkteinheiten an Amazon senden. Das heißt, wir haben eine Lagerbestandsreduzierung von 50% durch Amazon jetzt hier bekommen. Und so geht es halt vielen anderen Amazon-Händlern auch. Und das ist ein relativ großes Problem. Weil ja, es gibt viele Prime-Kunden, das heißt, alles, was aus dem Amazon-Lager versendet wird, hat gleich einen Prime-Status. Amazon versendet in ganz Europa für die Händler die Produkte und man muss hier auf Eigenversand wechseln oder auf Prime-Bestseller und das bedeutet wahrscheinlich Umsatzeinbußen. Das bedeutet, dass die Händler mehr selber verschicken müssen. Manche Händler haben gar keine Möglichkeit, vielleicht selbst zu verschicken. Und ja, das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, weil Amazon hat diesen Schritt nicht angekündigt. Ja, wir kennen Amazon mittlerweile schon seit 7 Jahren und es wird immer wieder irgendwas umgesetzt, wovon die Händler nicht in Kenntnis gesetzt werden. Und das prangere ich jetzt hier einfach mal an. Es geht so einfach nicht, Amazon. Ihr müsst die Händler informieren über gerade über solche wichtige Einschnitte, die das Geschäft der Verkäufer direkt betreffen. Das ist einfach nicht okay. Das ist nicht partnerschaftlich. Das ist nicht fair. Das ist nicht transparent. Ja, wir müssen jetzt schauen, was wir machen, wie wir den Versand hinbekommen. Und denk bitte daran, wenn du Kunde bei Amazon bist, ich kaufe selbst auch bei Amazon. Ich finde das Amazon-System toll. Ich bin auch Händler. Aber wenn du Kunde bist, denk immer daran, es stehen auch ganz viele Unternehmen und Menschen dahinter, die das Ganze so ermöglichen. 60% der Produkte, die bei Amazon angeboten werden, werden nicht von Amazon direkt angeboten, sondern das sind kleine, mittelständische oder größere Unternehmen. Und da sitzen Menschen und Familien dahinter. Und denk doch beim nächsten Mal bitte daran, wenn du bei Amazon kaufst oder wo auch vielleicht woanders. Amazon ist ein Riesenunternehmen, die brauchen das Geld nicht unbedingt, die haben Aktionäre, aber Unternehmen wie unseres, was mit Eigenkapital aufgebaut wurde, die sind auf diese Umsätze angewiesen. Und diese Entscheidung von Amazon kann wirklich dazu führen, dass jetzt Unternehmen ja auf einmal Umsatzeinbußen haben und Menschen vielleicht ihr Unternehmen verlieren. Im schlimmsten Fall. Ja. Also, vielen Dank dass du dir das Video angeschaut hast. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen einen Einblick gegeben, was vielleicht auch Händler für Probleme haben mit Amazon, bei Amazon und dass wir die Menschen sind, die für euch das Ganze am Laufen halten. Vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Tag. Bis bald mal vielleicht. Ralf Schinke von Ambidelux Moments for Living. Ambidelux Moments for Living.